Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Evelsbach. Heute am Dienstag bereits schon. Einen wunderschönen wünsche ich euch, liebe Leute. Wir sind hier fleißig am Häckseln. Es ist gar nicht mal so einfach, wie es aussieht, weil ich möchte ganz, ganz, ganz wenig oder fast gar nichts kaputt fahren und möchte halt den Ertrag meines Lebens daraus bekommen aus diesem Feld. Aber ich glaube, das sind so ein paar Faktoren, die da nicht ganz für uns sprechen. Deswegen müssen wir da gucken, wie wir das machen. Der Anhänger muss auch immer... Oh. Ich sage euch, Häcksel ist nicht einfach mit dem Fronthäcksler. Mit dem normalen, ne, kein Ding. Aber mit dem Fronthäcksler, eieiei, du. Ich muss auch gucken, dass wir hier irgendwie rumkommen. Ich habe gestern schon selber festgestellt, dass es besser ist, wenn ich mich an die linke Seite halte. Das heißt, die Ernte ist immer zu meiner rechten. Weil dann habe ich auch nicht das Problem, dass ich irgendwo feststecke wahrscheinlich. Ich sehe halt nichts, ne. Also wenn du mal im Schwung bist, dann geht das auch richtig gut, ne? Das geht wirklich sehr, sehr gut. Aber bis du an dem Punkt bist, da dauert es einfach einen Moment, ne? So, der Panther 2 steckt fest, habe ich gesehen. Ja, das würde ich jetzt so auch sagen. Bleib stehen, Mäuschen. Aber guck mal, er hat das letztes Mal, also gestern hat er das selber abgefahren, das hat gut funktioniert. Nur bei dem Abladen habe ich ein bisschen helfen müssen, aber es hat prinzipiell sehr, sehr gut funktioniert. So, jetzt machen wir hier, weil der muss ja hier wieder runterfahren, ne? Aua, aua, aua. Der muss jetzt hier wegfahren. Dann schaue ich mal, dass wir hier runterfahren können. Mache ich hier mal kurz ein bisschen frei, damit wir hier sehr gut umdrehen können. Der steckt fest, ja, sehr gut. Und dann soll er hier wieder runterfahren, ne? So. Lübt. So, okay, du fährst jetzt genug zurück. Du kannst meinetwegen, ah, der ist schon wieder, ah, 57%, das geht ja nicht noch voll. Einstellen. Wohin willst du denn fahren? Da ist doch nichts. Also ist ja wirklich nichts, ne? Ich weiß nicht, ob er nur umdrehen will. Jetzt habe ich genau einen Baum getroffen. Ob er nur umdrehen will oder ob er irgendwo anders hinfahren will, das weiß ich ja nicht. Aber der Wegpunkt, den er anpeilt, ist nicht so gut erreichbar. Er will halt auf Krampf auf diesen dummen Wegpunkt, ne? Weiß halt echt nicht, wo er hin will. Gut. Lass uns einfach mal so, wir müssen mal irgendwo weiter. Was ist denn hier schon wieder? Alter, die Bäume, ne? Ich habe mich schon wirklich fünfmal Vorgewände gemacht, aber die Bäume hier sind nicht so praktisch für diese Mission, die wir hier vorhaben. Aber auch das werden wir irgendwie in den Griff bekommen. Ja. Es ist ja schon wieder. Was ist denn mit dir los, sag mal? Mach doch nicht so einen Scheiß. Mal ohne Mist, ne? Was macht denn der da? Kann man doch nicht in Worte fassen, was der hier versucht, oder? Da hinten ist irgendwo ein Baum, glaube ich. Jo, Alter, wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Was macht der denn bitte? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen das einfach anders. Wir sagen jetzt erstmal ersten Wegpunkt, Alter. Sag mal, will der jetzt immer noch da reinfahren? Was ist denn heute los? Ist heute Tag der Verrückten oder was? Wegschicken. Schick ihn einfach weg. Gib ihm irgendeinen anderen Befehl, weil das klappt ja gar nicht, was der hier versucht. So, wegschicken. Einfach wegschicken. Jetzt fährt er wieder da rein. Sag mal, was ist heute? Nein. Du sollst da nicht reinfahren, da ist Map-Ende. Alter, langsam, bald wird's unangenehm hier. Und zwar das andere unangenehm, weißt du? Machen wir jetzt hier den Abfahrer, komm. Abfahrer, erster Wegpunkt und tschüss. Wird beladen. Ja, aber da weißt du einfach Bescheid, ne? Jetzt wieder beruhigt oder hast du immer noch die... Ah, jetzt fährt er wieder runter. Boah. Das kostet Nerven, ey. Das sag ich euch.
Checkt der Panther schon wieder fest, Alter. Das kann doch wohl nicht sein. Ja, diese Map ist schön. Wirklich schön. Aber sehr, sehr geländig oder geländegängig. Sagen wir mal, ich weiß nicht genau, wie es im Fachjargon heißt. Auf alle Fälle, große Maschinen, schwer. Sehr schwer. So, ich möchte nur ganz kurz, ganz charmant hier drehen. Deswegen nehme ich jetzt gerade noch mal ein bisschen die Kurve raus. Ich nehme die Kurve aus der Kurve, weißt du? Aber dann haben wir das schon mal ein bisschen einfacher, wenn wir nächstes Mal drehen wollen. Ich glaube, dass ich das komplett alleine machen werde, weil das macht echt Spaß, ne? Wenn ich nicht die ganze Zeit irgendwo hinhüpfen müsste, würde das echt Spaß machen. So, ich werde jetzt zwar einiges kaputt fahren, aber es gibt Sachen, ne? Die muss man einfach machen. Genauso wie den Panther, den werde ich gleich auf den Schrott hauen, wenn er so weitermacht. Also wir haben jetzt noch nicht sehr viel drin, ne? Es sind 10.000 Liter drin. Ich glaube aber, dass die erste Bahn so die schrecklichste ist, die man so fahren kann. Ja, und ich glaube, dass sich das mit der Zeit dann irgendwie entspannen wird. Hoffe ich zumindest, weil sonst verliere ich echt langsam die Geduld hier. Ihr könnt natürlich, wie es jeder macht, ne, Häcksler mieten, ne, Läufe und so weiter. Aber das ist ja keine Herausforderung, weißt du? Das ist ja keine Herausforderung. Achso, mein Lenkrad schon wieder, ne? Meine Güte. So. Jetzt würde ich hier gerne nochmal runterfahren. Nicht den Baum küssen, danke. Und dann läuft das hoffentlich. Da vorne haben wir einen Baum noch, der wird noch ein Problem, aber ansonsten läuft das, glaube ich. So, der fährt zu weit, oder? Ah, jetzt hat er besser gebremst. Vielleicht war das wirklich nur vorher so ein kleines Problem. Naja, gut. Nicht lange drüber mit beschäftigen, einfach mal weiterfahren. Ja, jetzt kommt auch was bei rum, weißt du? Ich glaube, das normale Prozedere wäre jetzt ein Vorgewende machen an den Kurzzeiten und dann einfach nur hoch runterballern. Das, glaube ich, wäre das normale Prozedere. Wirft dann alles hinten hin. Ich hoffe, das wird jetzt kein Problem auf Dauer. Müssen wir noch ein bisschen im Auge behalten, weil wenn er nichts mehr auflädt, dann haben wir echt ein Problem. So, weißt du, dann will ich jetzt einmal mal das Ding hoch machen und einfach nochmal die gleiche Bahn runterfahren. Weil da weiß ich ja, dass es klappt. Die Kurve ist zwar immer ein bisschen, aber sieht jetzt keiner und das passt das auch schon. Ja, ich habe nie gesagt, dass es ohne Schäden geht, aber du kannst die Schäden im Rahmen halten, sagen wir es mal so, ne? Das sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, ob das mit Curseplay möglich wäre. Ich denke schon, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was ich da. Also, es könnte sein, aber es ist halt schwierig, glaube ich. Mal mit CP hat halt den Vorteil, dass man nichts kaputt macht, ne? Das ist schon richtig. So, hoch. Da würde ich da tatsächlich nochmal die Kurve ein bisschen entschärfen. So, das ist der das ist der Valtra wieder, okay. Er steht da vielleicht beim Abladepunkt schon. Das wäre natürlich sehr, sehr knusprig und zauberhaft. So, irgendwann haben wir hier auch ein bisschen mehr Platz. Bitte Baum, fahr noch ein bisschen weiter hinten. Jo, passt. Oh, warte, jetzt habe ich ausgeschaltet. Aber mach an! So, passt. Jetzt schauen wir nochmal nach dem Valtra. Ja. Weiß nicht, ob ich das nochmal ändern kann, aber so muss ich eben den Kurs nochmal neu einfahren. Aber ich glaube, ich werde die Mission auch nicht mehr machen, deswegen können wir das auch so lassen. Ja, ja, Valtra. Es ist absolut verständlich, was du da machst. Nicht.
glaube, heute ist einfach nicht kein guter Tag für mich. Der Dienstag, den lassen wir einfach mal weg, glaube ich. Aber wir haben schon 45% abtransportiert, das muss man auch mal so sagen, ne? Ah, ich hatte den falschen Ding jetzt eingestellt. Ich hatte erst den Wegpunkt eingestellt, deswegen hat er jetzt ein bisschen irre gemacht. Kommt er hier rum? Bin ich echt so steil rausgefahren hier? Kann ich mir nicht vorstellen. Hallo? Wohin fährst denn du? Alter! Du kannst doch ganz geschmeidig hier rumfahren. Guck mal. Ganz viele Punkte hier. Nur für dich. Also ab und zu, ne? Ab und zu... Da geistert es hier. Kann ich gleich noch eine Reihe wegnehmen? Ist nur so ein Gedankengang gewesen. Aber wenn ich da gleich jetzt ein paar Reihen rausnehme, dann habe ich genug Platz zum Umdrehen, weißt du? Ah, Baum. Okay, dann geht es nicht mehr. Dann müssen wir das nachher machen. Auch kein Problem. Mache ich jetzt das Ding mal hoch. Dann gucke ich mal, dass wir so weit wie möglich links kommen, sodass wir da wirklich schön reinfahren können und nichts mit dem Anhänger oder irgendwie zerstören. Das wäre jetzt ziemlich schade. So sollte das doch funktionieren, oder? Glaube schon. Wir hatten damals auf dem Hof, wo ich war, hatten wir einen Einreihhäcksler. Das war damals aber einfach so, ne? Da war nicht hier mit LU und Häcksel und so weiter. Das war einfach damals noch nicht so aktuell. Hat es bestimmt schon gegeben, aber es war einfach nicht so aktuell wie heutzutage. Und deswegen hat man das mit dem Bruder, also der Bruder von dem Landwirt, wo ich war, der war der Einzige im Dorf mit einem Einreiher-Häcksler. Und der, ja, der hat das gemacht für uns. Das war auch eine geile Zeit. So, wie viel haben wir drin? 47% schon. Ehrlich jetzt? Das ist aber echt viel, ne? Gut, wir sind einmal außen rum gefahren, also müssen ein bisschen am Boden bleiben. Aber es ist auf alle Fälle nicht wenig. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Mich reizt ja irgendwie jetzt geradeaus weiterzufahren, aber ich weiß genau, dass es so viel kaputt werden würde, dass ich mir dann wieder einen Arsch beißen würde, dass es so viel kaputt geworden ist. Ich glaube, das andere Feld 5, glaube ich, ist das, oder? Das wird besser, weil das ist, geht genau in eine Richtung, ohne irgendwelche Ecken und Kanten. Das ist so ein langgezogenes Feld, eigentlich ein perfektes Feld zum Häckseln. Dass ich gerade immer irgendwo vorbeifahre, weißt du, das stört mich immer extrem. So, perfekt. Dann holen wir gleich nochmal auf die andere Seite rüber. Der Puma braucht schon wieder unsere Hilfe, ne? Es ist einfach eine Katastrophe. Aber jetzt geht's wieder. Also ab und zu lösen sich die Probleme einfach von alleine. Was ja auch sehr, sehr cool ist. Muss mir aufschreiben, unbedingt den Hubdingens rausmachen, ey. Also wenn ihr da Ideen habt, wie ich das besser machen kann oder soll oder ob ich das genauso richtig mache, dann schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Natürlich sehr darüber freuen würde ich mich auch über eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat, liebe Leute. Wir sind kommen jetzt schon langsam zum Ende. Es ist sehr, sehr laut, muss ich sagen. Es könnte sich aber natürlich ändern, wenn ich in die Innenperspektive gehe, das auf alle Fälle. So, dann können wir einfach nochmal drüben ansetzen, dann läuft das auch. Ja, wie gesagt, fertig für heute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr möchtet, zu einer weiteren Folge hier auf der Ebelsbach. Und ja, das glaube ich war's. Ich glaube, das war's für den Dienstag, richtig?
Bis morgen. Wer mich eingeschalten. Mach's gut. Ciao, ciao. Alles kaputt gefahren hier. Das kann doch nicht wahr sein.